Wir bereiten heute dir das Essen für morgen zu, zum Festmahl Heimathase. Und wir machen das zusammen mit unserem Team. Und das sind genau 100 Kilo Hase. Das heißt, es sind eigentlich keine Hasen, sondern Kaninchen. Man sagt mir oft, also aus der Kindheit kommt das so ein bisschen, ne? Hase, sagt man, Stallhase ist halt eigentlich das Kaninchenfleisch, das helle Fleisch. Das haben wir hier. Das ist echt toll gemacht. Wir haben das halt alles schon so weggeschnitten. Mhm. Ziemlich gut vorbereitet. Und so? Also so, da wäre die andere Seite. Hase ist auch was jetzt nicht so, was man nicht gewöhnlich in jedem Restaurant kriegt, sondern das ist sowas, wo man denkt, naja, das habe ich jetzt lange nicht mehr gegessen oder selten. Und das ist auch ein aufgeladenes Tier. Also ob man jetzt an den Beushasen denkt oder dieser Rotkarnickelhase, das taucht immer mal wieder irgendwie auch in der Kunst auf. Und die Nähe zu diesem Waldenhof und dass es draußen ist, das hat sich dann einfach so ergeben. Und dann wird aus einem kleinen Plan, den man mal so bespricht, man könnte ja Hase machen, ist das halt jetzt so gewachsen. Und jetzt ist es eben nicht mehr ein kleines Essen, sondern mittlerweile hat sich das so ausgedehnt zum großen Fest. Guter Hase, guter, guter. Sonja? Sonja ist die bessere Messer, diesen Scheiß. Also ich biete da quasi eigentlich wirklich so mein Know-how und die Möglichkeit einfach auf eine Zusammenarbeit mit mir, weil ich bin ja jetzt hier irgendwie Dorothea Erzleben-Stipendiatin und man will ja auch irgendwie die Möglichkeit bieten, mit mir zusammenzuarbeiten oder dass ich irgendwas weitergebe. Und was ich ganz gut weitergeben kann, wäre zum Beispiel auch dieses Praktische und auch einfach das Feste feiern. Also es gibt so einen Workshop jetzt eben, darunter läuft das jetzt so ein bisschen Festkultur, feiern will gelernt sein. Heimathase schafft, das ist irgendwie wirklich, dass man dann einfach dieses Fest mal exemplarisch sich anguckt und schaut, okay, nachher gibt's das alles, das ist super, aber wie kommt man eigentlich dazu oder welche Schritte bedarf es, um das dann wirklich nachher funktionstüchtig stehen zu haben? Ja, das soll, das ist auch Schokolade und das soll haben. Von ruhig ein paar hellere dabei sind, verdammt, und ich war gleich bei den Spülen. Das Mensa ist als Kochort irgendwie erstmal so, steht zur Verfügung. Und das Optische passiert alles draußen. Vorbereitet und so, weil es nicht anders geht, wird in der Mensa-Küche. Rein und in der Mitte kommt nachher, es kriegt jetzt gleich so ein Glashügel mit, der kommt in die Mitte und da kommt nachher die Soße rein. Okay. Ich glaube, es ist überhaupt nicht unbedingt so auf Wirkung bei den Betrachtern ausgelegt, sondern ich bin, glaube ich, da erstmal ziemlich egoistisch. Erstmal im ersten Moment denke ich, ich liebe so einen Rausch von Farbe oder ich mag das jetzt in der Menge und in der Masse. Und natürlich bleibt man so ein bisschen, weil es jetzt so und so viele Personen kommen, aber ob jetzt 10 davon mehr oder weniger satt werden, da darf ich mich ab einem bestimmten Punkt überhaupt nicht dran kümmern, sonst wäre ich ja vielleicht besser Köchin geworden oder Eventmanagerin oder sowas. Das ist eben einfach ein Angebot, dabei zu sein und die, die dabei sind, sind dabei und die ein bisschen später kommen oder eben nicht mehr abbekommen, da gibt es keine Übernahme an Verantwortung oder dass ich irgendwie mich entschuldigen müsste, das ist einfach überhaupt nicht anders zu planen. Ja. Wir sind ja keine Profiküche, wir haben keine bestimmten Leistungen abzuliefern, die wir vorher auf dem Speiseplan angekündigt haben, wie die Soße genau schmecken muss, sondern da ist natürlich auch ganz viel Improvisation gefragt, weil keiner wird uns böse sein, das macht es sehr leicht eigentlich auch. Thank you.
Glück hat, kriegt einen Sitzplatz. Die restlichen Essen im Stehen. Guten Appetit. Und dann gibt es eine Vorspeise, das ist eine kalte spanische Cazpacho. Die ist deswegen gewählt, weil ich die Farbe, also die rote Farbe wunderschön finde, weil es auch sehr, also für mich ist es wichtig, dass es auch als Kultur gesehen wird und nicht als Verköstigungsgeschichte. Aber kein Hase. Hase gut. Da geht es wirklich eher um dieses Festmahl an sich und die Möglichkeit, dass alle, ohne dass sie vorher jetzt irgendwo an eine Kasse gehen müssen, bezahlen müssen, auch nach verschiedenen Größen der Geldbeutel Geld zahlen müssen, sondern dass jeder, der kommt und Lust darauf hat und rechtzeitig kommt, wie auch immer, an so einer langen Tafel Platz nehmen kann. Und schon allein das, habe ich einfach aus Erfahrung gemerkt, ist ein tolles Erlebnis, wenn so viele Leute an einer ganz langen Tafel sitzen und man einfach so ein Teil des Ganzen ist. Das ist ja auch schon Skulptur. Ein ganz langer Tisch unter einem Zelt und nicht 10 Zelt, kleine Zeltchen irgendwo. Ich, vielleicht ist es auch zu idealistisch, aber ich traue das mal mir jetzt zu, das sein zu dürfen hier. Ich finde, das fördert einfach so einen Gemeinschaftssinn. Ich weiß, dass viele das vielleicht völlig, weiß nicht, überholt oder übertrieben finden, aber ich empfinde das so, wenn ich an einer Hochschule bin, dann erkläre ich mich nach außen als HBK-Mitglied oder Student, Studierender. Und das ist irgendwie, finde ich, sowas, wo man das mal so testen kann, inwieweit funktioniert sowas überhaupt, so ein Zusammenhalt oder so eine Gemeinschaftsarbeit, ohne dass es eben auf eine individuelle Arbeit zurückzuführen ist. Und man sagen kann, das hat doch jetzt der Student so und so gemacht. Ich weiß, das ist ein Experiment und das ist aber auch vielleicht auch ziemlich gegen den Strom des Einzelausstellenden während des Rundgangs. Aber sei es drum, das ist einfach mal, ich fände das relativ förderungswürdig, wenn es auch öfters geschieht. Das Unternehmen ist, dass wir irgendwie improvisieren und ich finde, wir haben das schon ganz gut gemacht. Also der nächste Hase kommt. Die mümmeln nur. Das ist schon mal sehr gut. Man muss einfach Ja sagen zu der Menge und sich einfach auch natürlich ein bisschen Zeitstress, weil ich will das nicht stressen, das kann ja auch, ich finde das auch immer, das hat auch ganz viel Positives. Der geht in kürzester Zeit so viel Masse durch die Hand, also so viel Material. Ja. Das ist so ein Flash, also das ist auch wirklich so wie Droge. Ich schaue das einfach gerne und habe das gerne, mach da auch, arbeite gerne damit und das muss man halt dadurch, dass man es nicht halten kann und nicht sich hinstellen kann, muss man es halt immer wieder machen und deswegen mache ich das jetzt auch wieder. Ja, mit der Tüte ist nicht schlimm. Sieht man aber nicht. Yeah! Yeah! Das hier. Ja, hier. Hier. Ich habe doch gesagt, das ist geil. Mich interessieren eigentlich eher solche Prozesse und Abläufe und ja durchaus auch zum Leben erwecken und Zerstörung, also dieses Wachstum und vielleicht irgendeine Form, wie, wo man sagen würde, das ist fertig als Teil und dann geht es eben wieder irgendwie in diesen Abbau, in diese Abbauphase. Und dann finde ich es eigentlich eine schöne Form, das im klassischen Sinne zu erledigen und nicht wegzuschmeißen, also das eben zu essen. Ja. Matschen sie da rum. Egal. Habt ihr Hände gewaschen? Da kann Herr Wühl mit seinem Blut Ja,